Elektromobilität wird wieder ein Stück bezahlbarer und zwar mit dem neuen Skoda Elroq hier. Das ist ein SUV ungefähr von der Größe des Karoq, etwas größer, aber an dessen Preisen orientiert er sich auch. Und was hier so auf uns zukommt, das gucken wir jetzt heute in einem ausführlichen Walkaround zusammen an. Auch wo es vielleicht noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt, aber vor allem das Positive, denn das überwiegt hier bei weitem. Der Elroq basiert auf der gleichen Plattform wie der Enyaq. Das heißt, wir haben auch denselben Radstand von 2,76 Meter, aber bei kürzerer Außenlänge, und zwar 4,49 Meter. Das sind 17 Zentimeter weniger als beim Enyaq. Er ist aber gleich breit und gleich hoch. Die Proportionen, die ändern sich also etwas und dadurch wirkt das Auto auch einfach stämmiger mit diesen kürzeren Überhängen. Und der Elroq ist der erste Skoda, der die neue Markendesignsprache Modern Solid trägt. Und Modern Solid, ich meine, macht mit diesem Begriff, was ihr wollt. Das ist natürlich Marketingsprache, aber es beschreibt eigentlich ganz gut, was hier vor uns steht. Es wirkt modern und es wirkt auch solide, einfach wegen großzügiger gestalteter Flächen mit weniger Unterbrüchen durch Sicken und Kanten. Und wir haben hier vorne bei dieser ziemlich prägnanten Front auch keinen angedeuteten Kühlergrill mehr, sondern nur noch dieses glanzschwarze Element. Beim Enyaq gab es ja einen angedeuteten Kühlergrill, zwar geschlossen, aber halt optional auch beleuchtet. Seitlich, links und rechts, haben wir hier diese unterteilten LED-Tagverleuchten und darunter dann die Scheinwerfer und das Abblendlicht und die Fernlichter. Das ist in LED-Technik gehalten. Später nach dem Marktstart wird es dann auch die Möglichkeit geben, sich hier Matrix-LED-Scheinwerfer zu bestellen. Und dann gibt es hier dazwischen auch ein durchgehendes Leuchtenband. Wenn ihr das Ganze etwas aufpeppen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, euch die Sportline zu bestellen. Die seht ihr hier drüben. Und dann gibt es glanzschwarze Akzenten. Hier unten zum Beispiel beim normalen Elroq ist es dann so gebürstetes Aluminium oder angedeutetes gebürstetes Aluminium und wir haben auch weitere schwarze Akzente, wie zum Beispiel auf dem Skoda-Schriftzug, der jetzt hier vorne auch den gefiederten Pfeil ersetzt. Die Lackfarbe heißt Timian Green, wurde extra für das Auto angemischt, finde ich, steht dem auch hervorragend. Übrigens ein CW-Wert von 0,26 und das ist für diese Klasse schon wirklich ordentlich und ein weiterer ordentlicher Wert ist 9,3, das ist der Wendekreis in Metern und das ist wirklich gut, das ist sogar ein Meter weniger als beim VW ID.3, also Hut ab, das ist wirklich beachtlich. Von der Seite sieht der Elroq so ein bisschen aus wie ein gestauchter Enyaq, finde ich jetzt nicht schlimm, steht dem Auto wirklich gut. Am Heck ebenfalls ist die Ähnlichkeit zum großen Bruder sehr deutlich zu erkennen, gerade auch hier bei den Heckleuchten, dieses Gefeilte. Und wir haben aber einen neuen Diffusor und zwar mit so einer großzügig gestalteten, unlackierten Kunststofffläche. Das Heck fällt sehr steil ab, das heißt, wir haben viel Kofferraumvolumen, so, nämlich zwischen 470 und 1580 Liter und wie bei Skoda üblich haben wir auch hier so clevere Features, zum Beispiel diese Tasche, wo wir das Ladekabel reinpacken können. Wir können es natürlich auch hier im zweiten Ladeboden verstauen, aber es ist halt ein bisschen umständlicher, wenn der Kofferraum zum Beispiel mit Gepäck vollgeladen ist. Es gibt nämlich keinen Frunk. Dafür gibt es hier dieses Netz unterhalb der Hutablage, das ist wirklich sehr, sehr praktisch und es gibt diesen kleinen Hebel, wo die Anhängerkupplung ausgefahren werden kann. Da können wir bis zu einer Tonne oder je nachdem sogar bis zu 1,2 Tonnen, der Wert ist noch nicht ganz fix, an den Haken nehmen. Ein Wort noch zum Namen, Elroq. Wer von euch ein bisschen nachgedacht hat oder ein bisschen mitgedacht hat, wird es erkannt haben. L steht für Elektrik und Rock steht für Karoq, also eine Mischung Elroq.
Willkommen im Innenraum des Elroq und da gibt es keine Überraschung oder fast keine, denn es ist naturgemäß fast der gleiche wie im Enyaq auch. Und das ist eine gute Sache, denn im Gegensatz zu vielen anderen Marken des VW-Konzerns gibt es bei Skoda noch echte Tasten zur Bedienung, so ein paar Shortcuts, und das ist wirklich einfach eine super Sache. Natürlich wird das meiste trotzdem über den 13 Zoll Infotainment Screen gesteuert. Das ist übrigens serienmäßig an Bord und es hat einen langen Weg hinter sich seit den ersten Gehversuchen des MIB 3 Infotainments. Das hier ist wirklich eine massive Verbesserung und es ist einfach schnell in der Handhabung. Wenn ihr es hier seht, wenn ich hier rumwische, der typische Test oder egal was ich hier klicke, dann reagiert das wirklich sofort. Es ist hoch auflösend und es ist vor allem auch logisch. Wir haben hier den Hauptmenü-Screen und da haben wir verschiedene Kacheln, um auch Shortcuts zu hinterlegen oder auch verschiedene Informationen uns anzuzeigen. Wenn ich dann hier drauf drücke, dann können wir uns diese Kacheln auch nochmal konfigurieren, genauso diese Shortcuts hier oben oder auch, wenn ich hier runterziehe, ebenfalls nochmal Shortcuts. Also hier kann man sich das genauso einstellen, wie man das gerne mag. Ein Verbesserungsvorschlag hätte ich trotzdem, vielleicht bin ich da ein bisschen oldschool, aber ich hätte gerne zur Klimabedienung ebenfalls noch eine separate Leiste. Das finde ich einfach immer noch einfacher, als wenn das hier im Menü drin steckt, im Screen. Es geht auch so, man kann es auch via Sprache zum Beispiel bedienen, was auch wirklich gut funktioniert. Aber ich persönlich habe halt keine Lust hier dem Auto die ganze Zeit zu sagen, ich hätte es gern wärmer oder kälter, aber das ist ja auch irgendwie Geschmackssache. Was hingegen wirklich gut funktioniert, sind einfach diese Tasten am Lenkrad zusammen mit diesen Walzen, die wir von Skoda schon kennen. Also es gibt eigentlich kaum ein besseres System, das ist intuitiv und wirklich einfach zu bedienen. Dann gibt es ein 5 Zoll großes Digitalcockpit, auch das kennen wir schon. Ist okay, wenn man sich das Head-Up-Display mit dazu bestellt, das großflächig und auch wirklich bunt und hochauflösend dargestellt Informationen einblendet, dann muss man den Blick nicht die ganze Zeit von der Straße nehmen. Das Digital-Cockpit selbst ist für meinen Geschmack etwas klein und es kann halt nicht so viele Informationen darstellen, die dann auch noch etwas komprimiert, aber es funktioniert. Ich würde trotzdem empfehlen, das Head-Up-Display mit zu bestellen. An sich ist das hier vom Enyaq bekannt und wie gesagt, das ist gut. Es ist nämlich hervorragend verarbeitet auch. Und hier in dieser Ausstattung, in diesem Fall haben wir die Ausstattung Suite an Bord. Und da haben wir diese orangefarbenen Ziernähte zum Beispiel. Wir haben auch die Sitzgurte in Orange. Das finde ich eine mega Farbe. Das gibt wirklich einen schönen Kontrast hier drin. Passt auch gut zu der Außenfarbe. Und diese orangenen Akzente, die kennen wir zum Beispiel schon von der Skoda-Studie, die vor einem oder zwei Jahren gezeigt worden ist. Vision 7S heißt die. Die Materialien ebenfalls wirklich sehr, sehr schön. Hier auf dem Armaturenbrett, das ist schön vernäht. Das ist Leder oder Kunstleder auf jeden Fall. Dann haben wir hier auch diese unterschäumte Oberfläche. Also es fühlt sich alles gut an. Auch hier die Stoffsitze. Das Einzige, was nicht gut ist, und das hat der Elroq leider vom Enyaq übernommen, das sind hier diese Plastikteile. Die sind außen so genarbt, innen sind sie glatt. Der Übergang fühlt sich nicht wirklich gut an und es ist auch einfach Hartplastik. Also das ist halt ein Teil, was man die ganze Zeit in der Hand hat auch und das fühlt sich dann einfach irgendwie nicht mehr so wertig an. Aber der ganze Rest ist wirklich hervorragend gemacht. Im Fond kommt der lange Radstand des Elroq dann so richtig zum Tragen. Ich meine, vorne war es ja schon gemütlich und luftig, aber guckt mal, der Sitz vorne ist auf mich eingestellt. Ich bin 1,83, wie in den anderen Videos auch. Und in der Kompaktklasse hier riesig viel Beinfreiheit. Ich kann meine Füße unter den Sitz packen. Ich habe mega viel Luft am Scheitel. Es wirkt auch hier drin wirklich luftig, auch von den großen Fensterflächen her. Also das ist wirklich ein mega Raumgefühl, muss ich sagen. Auch hier wieder die orangenen Sitzgurte. Also da hat Skoda sich nicht lumpen lassen und die hinten auch installiert. Wir haben so ein paar praktische Sachen wie diese Ablage hier, die wir auch rausnehmen können zum Beispiel. Die ist nochmal unterteilt, hat auch zwei Becherhalter. Wir haben hier hinten Sitzheizung, eine eigene Klimazone. Wir haben Ablagetaschen inklusive Taschen für Smartphones. Wir haben auch eine Armablage mit zwei zusätzlichen Becherhaltern und einem Smartphonehalter. Also das ist wirklich durchdacht hier drin. Das Einzige, wo ich hier wieder drauf rumhacken muss, ist hier der obere Teil der Armablagen oder der Türflächen. Das ist ebenfalls wieder ein bisschen billiges Plastik und ja, fühlt sich halt nicht so gut an. Ist in der Klasse, würde ich sagen, gerade noch okay, aber es wäre ein bisschen schöner gegangen. Dafür ebenfalls hier, nettes Detail, sind diese Sonnenrollos. Wenn ihr euch für die Sportline entscheidet, dann bekommt ihr im Interieur Integralsportsitze mit anderen Bezügen und allgemein ein dunkleres Ambiente hier mit so Fake-Carbon-Intarsien. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus und
nicht mehr im Interieur, sondern fahrwerkstechnisch eine Tieferlegung, vorne 15 mm, hinten 10 mm. Und wenn wir schon bei der Fahrdynamik sind, dann kommen wir jetzt auch zu den Antrieben. Es gibt in der Schweiz drei Leistungsstufen, und zwar 204 PS, 286 PS, das sind je einmal Hinterradantriebsvarianten, und 299 PS, das ist die Allradantriebsvariante. Es wird zwei verschiedene Akkuversionen geben, einmal 59 Kilowattstunden, das ist die 204 PS Variante, und 77 Kilowattstunden, jeweils Nettowerte, das ist für die 286 und für die 299 PS Variante. In anderen Märkten, zum Beispiel in Deutschland, gibt es noch eine Basisversion mit 170 PS und 52 Kilowattstunden. Die Reichweiten, die liegen bei ungefähr 400 Kilometer und 560 plus Kilometer laut WLTP. Die Ladeleistung, auch hier wieder je nach Batterie, bei der kleineren Batterie bei 11 bis 145 Kilowattstunden, also AC und DC, Kilowatt natürlich, nicht Kilowattstunden, bei der großen Batterie bei bis zu 175 Kilowatt. Das ist okay, das sind noch die alten Antriebswerte vom Enyaq, der ist mittlerweile so ein bisschen weiter, die Konkurrenz ebenfalls, aber da gibt es dann so bis zu 22 und vielleicht bis zu 200 kW, aber es ist in Ordnung, würde ich sagen, und reicht für deutlich unter 30 Minuten von 10% auf 80% eine Ladung. Jetzt gibt es noch die Infos zu Marktstart und Preis. Bestellbar ist der ab Anfang Oktober 2024. Die Auslieferungen beginnen in der Schweiz dann im Frühjahr 2025. Ab dann gibt es dann auch irgendwann die Allradantriebsversion. Die wird erst etwas später bestellbar sein. Zu den Preisen sagt Skoda, in Europa ab unter 34.000 Euro. In der Schweiz gibt es ja, wie gesagt, die Basismotorisierung nicht. Da sind auch die Preise noch nicht bekannt. Aber ich würde mal sagen, bei um die 40.000 Franken soll es dann losgehen. Das soll es mit unserem Video auch gewesen sein. Zuerst mal vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank, Martin, fürs Filmen. Wenn ihr Kommentare habt zum Video, gerne auch zu den Autos, schreibt es uns unten unter das Video drunter. Es würde uns sehr interessieren, was ihr zum Auto denkt, was ihr zum Design denkt, zu den Antriebsvarianten. Schreibt uns das gerne rein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut und bis zum nächsten Mal.